Okay. Herzlich willkommen zu DCTP TV von der DLD Woman 2012 in München. Mein Name ist Philipp Banse. Mein nächster Gast ist Viviane Reding, Kommissarin für Justiz und Grundrechte, Bürgerrechte in der EU. Herzlich willkommen, Frau Reding. Ja, fühle mich gerne hier bei Ihnen, hier in der DLD-Atmosphäre, die ja etwas hektisch ist. Genau, aber schlussendlich haben wir es geschafft, zusammenzukommen. Das freut mich. Ich wollte die überschaubare Zeit, die uns bleibt, nutzen, um mit Ihnen über Ihr Anliegen, eine Datenschutzverordnung in Europa zu verabschieden, sprechen. Warum, fangen wir allgemein an, warum glauben Sie, braucht man das? Weil großes Durcheinander herrscht. Wir haben zwar ein europäisches Gesetz, das kommt aus dem Jahre 1995, aus Prä-Internet-Zeiten. Und deshalb ist es normal, dass das Gesetz angepasst werden muss. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, aufgrund dieses Gesetzes hat jeder Staat sein eigenes Gesetz gemacht. Und zwar im Riesendurcheinander. Und wir würden Ordnung darin bringen, und zwar nach folgendem Grundsatz. Ein Kontinent, eine Regel für alle mit hohem Schutz für den Bürger. Die Deutschen, die deutsche Bundesregierung, die fürchtet, dass das Niveau, was jetzt bei uns in Deutschland herrscht, abgesenkt wird zugunsten einer einheitlichen Regelung. Ist das realistisch? Ich habe einige, die meinen, die haben das beste System der Welt und alle machen diese Nabelschau. Es ist aber eine Tatsache, dass ich mich inspiriert habe an den starken Datenschutzregeln und dazu gehört Deutschland, na nicht immer, aber doch meistens. Sie haben auch gerade aus so, sagen wir mal so, aus von Seiten von Bürgerrechtlern und Datenschutzleuten auch in Deutschland dann auch Lob bekommen, also sind relativ hohe Strafen vorgesehen für Verstöße gegen das Datenschutzrecht etc. Eine Sache, wo ich finde, dass es so ein bisschen, sag mal, luftig gestrickt ist und ein Thema, was finde ich ein bisschen kurz behandelt ist, ist der Adresshandel. Also Direktmarketing. Woran liegt das? Es liegt teilweise daran, dass wir einige Teile aus dem Gesetz der nationalen Gesetzgebung überlassen haben, weil eine Teile des Gesetzes, zum Beispiel die Informationsrechte, zum Beispiel die Rechte der Journalisten, der Presseorganen, der Medien, auch national gewahrt werden müssen. Und zwar sieht meine Regelung vor, dass hier nationale Gesetze eine Obligation sind, also nicht ein Können, sondern ein Müssen. Das muss also noch vom nationalen Gesetzgeber geregelt werden, aber so, dass die Medien überleben können. Warum, welche Rolle spielen denn, warum sind Adresshandel wichtig für Verlage? Verlage haben große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das wissen wir alle. Und damit die Verlage auch weiterhin ihre Verlagsarbeit machen können, muss man ihnen ermöglichen, im Rahmen der festgelegten Schutzbestimmungen sich an ihre Zuhörer, an ihre Leser zu wenden. Das heißt, wir lassen eine kleine Lücke in der Verordnung, damit die Verlage mit Adresshandel Geld verdienen können? Nein. Wir ermöglichen zum Beispiel den Zeitungen weiterhin, sich an ihre Abonnenten zu richten. Aber Verlage verdienen auch mit dem Handel von Adressen Geld, ohne sich an Handel mit Adressen ist ganz was anderes. Und da haben wir ja jetzt gesehen, wie es in Deutschland aussieht. Was heißt, wäre dieser Entwurf für ein deutsches Meldegesetz mit Ihrer Verordnung möglich gewesen? Nein. Das ist auch nicht möglich mit dem deutschen Gesetz, also ehrlich gesagt. Denn auch das deutsche Gesetz sieht ja den Schutz des Bürgers vor. Und das europäische Gesetz von 1995 sieht den Schutz des Bürgers vor. Also das Ganze ist so unmöglich, wie es nur unmöglich sein kann. Und dann möchte ich noch auf etwas hinweisen, was mich sehr ärgert an der deutschen Politik. Gegen meine neue Verordnung wird
aus deutschen Munde gestänkert, dass diese Verordnung öffentliche Betriebe ausschließen sollte, also von den Bestimmungen entbinden sollte. Und ich glaube, das Meldegesetz hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir das nicht tun und wie wichtig es ist, dass der Bürger geschützt wird im privaten Bereich und im öffentlichen Bereich. Der deutsche Innenminister hat gesagt, und gerade so fühlt sich halt gegängelt von Ihrer Verordnung und gerade das Meldegesetz als ein Bereich ins Feld geführt, wo ganz klar sei, dass es die EU nichts anginge, sondern dass es eben eine bundesdeutsche Angelegenheit sei, die von der Bundesregierung zu regeln sei. Naja, dann soll die Bundesregierung das mal so handhaben, wie das deutsche Gesetz es vorsieht. Und das sieht den Schutz des Bürgers vor und nicht die Auslieferung des Bürgers durch staatliche Organismen an die Privatwirtschaft. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist, dass europäisches Recht immer stärker ist als nationales Recht. Und das europäische Gesetz von 1995 über den Datenschutz erlaubt schon solche Mätzchen nicht. Was stört Sie denn am meisten an dem jetzt vorliegenden Entwurf? Was mich ganz einfach stört, ist die Art und Weise, wie da vorgegangen wird. Man opfert ja die Interessen des Bürgers auf dem Altar der Partikularinteressen von einigen Privatorganismen. Das kann und darf doch nicht so sein. Man wehrt sich in Brüssel dagegen, dass öffentliche Betriebe zum Beispiel auch unter Datenschutz fallen. Ich glaube, das Meldegesetz hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass öffentliche Betriebe, öffentliche Stellen auch unter Datenschutz fallen und nicht im luftleeren, gesetzlosen Raum operieren können. Wenn Ihre Verordnung, die Sie planen, schon gelte, wie sähe dann oder wie müsste das deutsche Meldegesetz dann aussehen? Ja, dazu brauche es nicht mal der neuen Verordnung. Dafür braucht es ganz einfach nur der Einhaltung der alten Gesetzgebung von 1995. Und die ist rechtens. Ein anderer Punkt, den Sie aufgenommen haben, eine alte Idee, ist das Recht auf Vergessenwerden. Also die Idee, dass personenbezogene Daten nach einem bestimmten Zeitraum auch aus dem Netz, aus Datenbanken wieder verschwinden. Da gab es Kritik, das sei naiv, so würde Technik nicht funktionieren. Wenn ich auf Facebook ein Foto teile, dann habe nicht nur ich das oder Facebook, sondern auch noch alle meine Freunde. Es gibt beliebig viele Kopien. Das könne man nicht in den Griff kriegen, man könne das nicht wieder löschen. Was entgegnen Sie den Kritikern? Das Recht auf Vergessen ist ein Slogan, der nichts anderes bedeutet, als dass die persönlichen Daten gehören der Person. Die Person gibt diese Daten heraus an einen Privatorganismus, um eine gewisse Handhabung dieser Daten zu bewirken. Wenn die Person die Daten nicht mehr dort lassen will, sondern die zurückhaben will, um sie an eine andere Industrie weiterzugeben, soll die Person das tun können. Wenn die Person die Daten zurückhaben möchte und sie bei sich behalten will, keinem mehr geben will, soll das auch geschehen. Selbstverständlich heißt das jetzt nicht, ich rede ja mit einem Journalisten, yeah, dass wenn Sie Ihre journalistische Aufgabe gemacht haben und Ihre Recherchen gemacht haben, dass ich dann kommen kann und sage, nein, Recht auf Vergessen, das dürfen Sie nicht. Nein, das ist Informationsarbeit, das ist Informationspflicht. Aber wenn ich als Bürger meine persönlichen Daten weiterleite, muss ich diese persönlichen Daten auch wieder zurückbekommen. Was sind denn persönliche Daten? Also klar, Name, Geburtsdatum, so das kann man wahrscheinlich einfach benennen. Aber Facebook hat ja zum Beispiel auch öfter argumentiert, ein Like, wenn ich etwas like, das ist nicht mein persönliches Datum, das ist das gehört Facebook, da habe ich kein Recht drauf. Oder was ist mit Links, die ich irgendwo teile, die ich irgendwo einspeise? Sind das persönliche Daten, von denen ich dann verlangen kann, dass diese Links und diese Likes wieder gelöscht werden? Man muss unterscheiden zwischen persönlichen Daten, die ich zu einem Zweck weiterreiche. Wenn ich aber als Erwachsener ganz einfach meine ganze persönliche Welt für die ganze öffentliche Welt zur Verfügung stellen will, dann soll ich das tun. Diese Freiheit kann ja niemand mehr nehmen. Dann kann ich nachher natürlich auch nicht verlangen, dass all das gelöscht werden soll. Also das heißt, bei Likes und Links und geteilten Fotos auf Facebook
Das hängt davon ab, mit wem ich die teile. Wenn ich die mit einem kleinen Kreis teile, dann kann ich die auch wieder zurückverlangen. Wenn ich die für die ganze Welt einsichtbar auf das Internet stellen, dann kann ich natürlich nicht verlangen, dass die ganze Welt mir die zurückgibt. Wie genau soll denn diese Trennlinie aussehen? Sie haben es schon angesprochen, es gibt Befürchtungen, dass Presse- und Meinungsfreiheit beeinflusst werden könnten, weil Leute sagen können, hey, der Artikel, der passt mir nicht, ich habe ein Recht auf Vergessen, bitte löscht ihn wieder. Wie definieren Sie die Trennung zwischen den Diensten, von denen ich die Löschung verlangen kann, und den Angeboten, von denen ich sie nicht verlangen kann? Also das Interview, was wir jetzt führen, das fällt nicht unter Recht auf Vergessen. Ich bin ja bereit, Ihnen diese Informationen zu geben. Und Sie machen Ihre journalistische Arbeit. Sie fragen mich nach meiner Meinung. Ich gebe Ihnen die. Wenn Sie jetzt ein Jahr später das heute Gesagte weitergeben wollen, verwenden wollen für ein neues Programm, Ihr Archiv gebrauchen, fällt das auch nicht auf Recht auf Vergessen. Wenn ich aber einem Unternehmen für einen gebundenen Zweck meine Daten übergebe und dieser gebundene Zweck existiert nicht mehr oder ich nehme den zurück, weil ich einfach nicht mehr im Geschäft mit dem Unternehmen sein möchte, dann kann ich auch meine Daten zurückverlangen. Sie haben hier auf der DLD den Vorschlag unterbreitet oder die Absicht bekundet, einen gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass mehr Frauen in Entscheidungspositionen vertreten sind. Wie soll das genau funktionieren? Also ich glaube, was wichtig ist zu unterstreichen, ist, dass wir ohne Frauen ja überhaupt nicht mehr unsere Gesellschaft oder unsere Wirtschaft funktionieren lassen können. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir werden also immer weniger junges Talent haben. Junges Talent ist männlich und weiblich. Wir verzichten aber freiwillig auf die Hälfte dieses Talentes, obschon 60% der Universitätsabsolventen. Gilt leider nicht uns, der Applaus. Weil 60% der Universitätsabsolventinnen sind Frauen. Auf dieses Talent verzichten ist sich ja selbst in den Fuß zu schneiden, geht ja nicht. Und genau aus diesem Grund müssen wir dafür sorgen, dass diese berühmte gläserne Decke, die noch immer besteht und die gut ausgebildete, kapazitätvolle Frauen nicht zulässt zu Führungspositionen, dass die Decke durchbrochen wird. Freiwillig scheint es anscheinend nicht zu klappen. Das heißt, was soll verpflichtend sein? Was wir im Kopf haben und auch jetzt niederschreiben, ist, dass in den Aufsichtsräten eine gewisse Anzahl von weiblichen Aufsichtsräten im Handwerkerbetrieb, sondern in börsennotierten Unternehmen, dass Frauen da einen gewissen Anteil haben sollen. 40%. Zum Beispiel 40%. Aber sehen Sie, Quoten sind nur da, um ein Problem zu lösen. Quoten sind nicht ein Ziel an sich. Quoten erreichen aber ein Ziel. Das hat man in Frankreich zum Beispiel gesehen, wo es ein Quotengesetz gibt in dem Sinne. Und in einem Jahr ist der Anteil von Frauen in den börsennotierten Unternehmen, in den Aufsichtsräten von 12% auf 22% gestiegen. Also Quoten erreichen schon ihr Ziel. Okay, Frau Reding. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Zeit. Gern geschehen. Alles gut, danke schön.